Ganz herzlich willkommen und ganz besonders unserem heutigen Vortragenden, der zu einer immer seltener werdenden Kategorie von Fachleuten und Wissenschaftlern gehört, nämlich solchen, die wagen, gegen den Strom zu schwimmen. Deswegen sind wir ganz besonders gespannt, nun, was wir heute hören. Und vielleicht wird der Vortrag von dir, Marco, auch etwas länger. Um noch kurz etwas zu Marco zu sagen: Er forscht seit vielen Jahren an der TU in Berlin und es gehört zu den wenigen Leuten, die trotz großer Begehrlichkeiten von Universitäten sich strikt weigern, Hochschullehrer zu werden, aus dem einfachen Grund, weil er dann nicht mehr zum Forschen kommt. Mittlerweile ist das Hochschullehrertum ja mehr zu einer Managementaufgabe geworden, als etwas Inhaltliches zu sein, muss man leider feststellen. Ja, in diesem heutigen Vortrag wird es nämlich genau darum gehen, ein einziges Narrativ etwas zu relativieren, vorsichtig gesagt. Und dass solche Sachen überhaupt zu überhand nehmen können, das ist etwas, was ich in meiner eigenen Vortragstätigkeit immer wieder festgestellt habe. Es ist sehr schwer, komplexe Zusammenhänge rüberzubringen, jedenfalls auf eine Weise, dass sie hinterher handlungsrelevant werden bei den Zuhörern. Wenn es zu komplex ist, kann man das noch folgen, aber man vergisst diesen Gesamtkomplex dann hinterher. Und deswegen ist es äußerst schwierig, also die Notwendigkeit der Vereinfachung, damit es zum Handeln kommt, gleichzeitig zu einer Restriktion im Verständnis zu bringen, woraus dann wieder verkehrte und vereinfachte Handlungen folgen. Und deswegen ist es so wichtig, was uns jetzt Marco sagen wird, nämlich er genau legt den Finger auf diese wunde Stelle, dass wir von einer sehr komplexen Wirklichkeit mit neuen Entwicklungen uns reduziert haben, vor allem auch angetrieben durch die Politik, auf eine einzige Hauptangelegenheit, nämlich diese CO2-Geschichte. So, nach dieser langen Vorrede das Wort an dich, Marco. Ja, vielen Dank, Helga. Vielen Dank auch für die Einladung. Und du hast es schon genannt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Deswegen wage ich es auch hier mal gegen den Mainstream einiges aufzuzeigen. Ich freue mich auch, Manfred, du bist auch dabei, weil Manfred Köhler ist eigentlich der mich damals, als ich noch Elektrotechnik studiert habe und gesagt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe erneuerbare Energien gemacht und wir haben uns damals dann auch ein bisschen für verrückt erklärt, weil das war damals auch ein anderes Denken. Es ist aber immer auch machtpolitisch zu sehen, wenn man mit großen Technologien versucht, irgendwie die Innovation voranzubringen, sondern die wahre Innovation liegt auch wirklich im dezentralen, im kleinen Detail. Und deswegen ärgert es mich auch so, dass in den letzten Jahrzehnten der grünen Branche auch einiges an Themen aus der Hand genommen wurde. Und da nenne ich ganz klar auch das Klimathema und werde versuchen, hier auch mal die Hintergründe zu nennen. Ich gebe meinen Bildschirm mal frei, werde dann auch noch kurz was dazu sagen, wo ich jetzt im Moment arbeite. Also wie gesagt, schön, Manfred, dass du auch dabei bist. Ja, ich arbeite selber an der TU Berlin. Ich habe dort erst erneuerbare Energien studiert, habe dann aber als Elektrotechniker nach 4 Semestern aufgehört und bin dann gewechselt in die Landschaftsplanung. Habe 92 dann meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema extensiv begrünte Dächer und Auswirkungen auf das Stadtklima. Und habe dann 10 Jahre später eine sehr interessante kurze Diskussion mit Willy Rippel gehabt bei uns in der Kantine. Und der hat mir das einfach gesagt, das mit dem CO2 stimmt nicht. Und da habe ich erst mal kurz nachgedacht und meinte, ja klar, er hat ja eigentlich recht. Es geht ja eigentlich um die Themen Wasser und Vegetation und Boden.
Und bin dann im Anschluss auch nochmal zu Herbert Zuckerb gegangen, habe ihn auch gefragt. Er meinte auch, das ist Schwachsinn mit dem CO2. Also insofern haben mich auch die, die in der Ökologie, im Institut für Ökologie gearbeitet haben, dann auch bestärkt in dem, was ich danach gemacht habe. Also schon seit 1992. Ich zeige mal das erste Projekt und das ist ganz eng auch verbunden mit dir, Manfred, die Gruppe Ökotop. Ich habe interessanterweise bei meinem letzten Vortrag auch noch mal jemand gefunden, der zu Ökotop damals gehörte. Und da hatten wir in Kreuzberg eine interessante Entwicklung, wo auch in der Blockstruktur wieder Ökologie eingeführt werden soll. Und das lief damals jetzt im Herbst über die Stern. Das ist der Block 108 Berlin-Kreuzberg. Das ist ein Vorläufer von dem Block 103. Ich kannte mich als Elektrotechniker dann ja aus mit ein bisschen mit Messtechnik und mit Datenerfassung. Und wir haben dann damals, Mitte der 80er Jahre, so einen 8-Bit-Prozessor gehabt. Den habe ich teilweise schon selber programmiert, einen 6502-Prozessor. Und damit konnte man auch ein paar Fragen beantworten, weil die Fragen lagen ganz klar auf der Hand. Warum machen wir das? Warum haben wir sozusagen diese Vision, wir brauchen wieder Grün in der Stadt? Ja, ne? Das hat doch was mit Wasser und Boden zu tun, aber können es nicht so richtig beantworten. Wir müssen eigentlich die richtigen Fragen stellen und kommen dann eigentlich auch zu den richtigen Antworten. Und im Prinzip war damals schon alles da, wenn wir da ein bisschen reinzoomen, auch Anfang, Mitte der 80er Jahre. Wir haben hier Aquaponik und wir haben Gewächshäuser auf den Dächern, eine höhere Aufenthaltsqualität, die wir versuchen, Leute zelten. Ne? Das sind also Schafe auf den Dächern. Also das ist jetzt vielleicht 30 Jahre oder 40 Jahre später teilweise wieder im Fokus, ist aber doch lange Zeit in Vergessenheit geraten. Und wir kommen jetzt über dieses Stichwort Klimaanpassung wieder stärker in diese Fragestellung rein. Zum gleichen Zeitpunkt hatten wir auch ein sehr interessantes Programm, das Hochbegrünungsprogramm in Berlin. Da wurden 1400 Projekte in Selbsthilfe umgesetzt, in Begrünung, Hofentsiegelung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm geworden, weil es auch sehr kostengünstig war im Vergleich zu einem öffentlichen Park, der errichtet werden muss. Der lag so bei 250 bis 400 Euro pro Quadratmeter. Hier gab es so einen Zuschuss von 50 Euro und die späteren Nutzer, also die Mieter in so einem Hof, die haben das dann auch natürlich stärker gepflegt und aufgepasst, dass da auch die Vegetation erhalten bleibt. Das ist hier jetzt mal ein Blick auf die Uferfabrik. Die hat mehrere so eine Förderanträge gestellt und darüber auch die Dächer begrünt. Und etwas später, hier 1996, kamen dann auch Photovoltaikanlagen dazu. Die sind jetzt mittlerweile aus der EEG-Förderung rausgefallen. Und wie das so ist mit den Dezentralen, die eigentlich sehr innovativ gestartet sind, die wurden auch mittlerweile von den großen Netzbetreibern, großen Konzernen eigentlich wieder übernommen in der Photovoltaik und in Wind. Also man denkt wieder in großen Strukturen, die kleinen Strukturen sind weg und deswegen werden eigentlich auch die kleinen Betreiber behindert. Also die Uferfabrik schafft es einfach nicht, irgendwie seit 2 Jahren hier aus einer 100% Netzeinspeisung dann mal eine Eigennutzung zu machen. Das finde ich sehr bedauerlich. Ja, danach sind auch Projekte entstanden, wie das DESI. Das ist jetzt ein aktuelles Projekt. Da war ich gerade letzte Woche wieder in Hamburg. Hamburg hat Berlin doch stark auch sozusagen diesen innovativen Geist ein bisschen abgenommen. Das liegt schon auch dran. Das ist nicht, vielleicht nicht böswillig, sondern 1989 ist die Mauer gefallen und dann war Berlin schon auch stark mit anderen Fragestellungen beschäftigt. Und Hamburg hat aber über Projekte wie RISA, auch öffentliche Fördermittel, diesen Staffelstab übernommen. Und ich werde noch zwei andere Projekte aus Hamburg in diesem Vortrag kurz zeigen, als Beispiele für Klimaanpassungsmaßnahmen. Das hier ist jetzt das DESI, das Deutsche Elektronensynchrotron. Die haben eine sehr hohe innere Wärmelast in vielen Gebäuden und kamen dann auf die Idee, lass uns das doch begrünen. Das sieht auch wirklich das Dach jetzt sehr schön grün aus. Ich hätte jetzt mal ein Foto einfügen sollen von letzter Woche.
Vielleicht mache ich das noch nachträglich. Ich habe dann auch mal Thermografieaufnahmen gemacht. Man kann sich schon denken, wenn man so ein normales Bitumendach hat, was dann 50, 60 Grad Temperatur hat über den Tag, dass diese Oberflächentemperatur natürlich auch in so eine Halle reingetragen wird. Es geht um Transmissionen. Deswegen ist auch diese Bauphysik meiner Meinung nach eigentlich falsch. Die startet falsch. Die bilanziert immer innen zur Außentemperatur. In Wirklichkeit geht es aber um gefühlte Temperaturen. Also es geht immer darum, was hat für uns als Mensch die Oberfläche, der wir ausgesetzt sind, sozusagen das Gegenüber für eine Temperatur. Und das ist natürlich schon auch ein Unterschied in so einer Halle, wenn das Dach begrünt ist. Ja, ich habe dann auch das Kuras-Projekt mit den Antrag gestellt damals. Das war Konzepte für urbane Regenwasserbewirtschaftung und Abwassersysteme. Da gibt es auch einen interessanten Endbericht. Habe hier auch die Masterarbeit von der Jana mit betreut. Auch eine sehr, sehr gute Arbeit, die eigentlich auch alle Ideen, die wir haben, auch die Flächenkonkurrenz mit aufzunehmen, mit Photovoltaik und Dachbegrünung, auch an der Fassade zu arbeiten, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung auch umzusetzen im Stadtquartier. Das sind auch wichtige Punkte, die sind auch in Amsterdam sehr gut gelaufen und auch in Wien. Also ich war auch neulich in Amsterdam mit unserem Fachgebiet. Ich arbeite parallel im BBSR, im Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Wir haben drei Referate, die in Berlin tätig sind: ökologisches Bauen, nachhaltiges Bauen und energieoptimiertes Bauen. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen umbenannt. Da bin ich jetzt nicht so glücklich drüber. Der neue Titel von dem Referat, in dem ich arbeite, heißt Klimaneutralität im Gebäudebetrieb. Und ich habe den Kollegen schon immer gesagt, dass ich da eine ganz andere Auffassung zu habe, aber vielleicht kriegt man das Thema trotzdem unter über energieeffiziente Gebäudekühlung. Alle unsere Materialien sind frei zur Verfügung. Sobald noch eine gedruckte Fassung vorliegt, zum Beispiel der Leitfaden Nachhaltiges Bauen, der wird immer neu aufgelegt. Aber was auch sehr gut geworden ist, ist das Weißbuch Stadtgrün. Und die sind auf alle Fälle alle kostenlos als PDF auch zu erhalten. Aber in der gedruckten Fassung macht es auch mehr Spaß, das zu lesen. Und wir haben auch kontinuierlich Veranstaltungen. Beispielsweise gibt das BBSR jetzt demnächst die dritte Tagung zur Low-Tech im Gebäudebereich in Auftrag. Die findet dann an der TU Berlin statt. Und das ist meiner Meinung nach auch eine der Lösungen, vor denen wir stehen. Ich habe das schon mal veröffentlicht: Low-Tech, the Future of High-Tech. Denn unsere Hightech-Strategie ist gescheitert. Das muss man ganz klar sagen. Die Gebäude werden immer komplizierter und werden deswegen auch nicht fertig. Ich begleite jetzt seit 5 Jahren das Umweltbundesamt in Dessau. Dieses hier, nee, seit 8 Jahren, 5 Jahre hatten wir Baustopp und Beweissicherungsverfahren. Das ist eins der beiden besten Gebäude, die wir haben, nämlich Plusenergie. Wir sehen wenig Grün, weil hier Plusenergie bedeutet, dass wir über das Jahr mehr Energie erzeugen in dem Gebäude, als wir verbrauchen, inklusive aller Kaffeemaschinen. Aber damit sind wir natürlich auch mindestens an der Fassade in Flächenkonkurrenz, beispielsweise zu einer Fassadenbegrünung. Denn da wir müssen unbedingt eine Teilverschattung vermeiden, weil dann funktioniert die Fassadenbegrünung nicht. Leider sind auch alle diese Module teilverschattet. Und die Kilowattstunde ganz klar kostet an der Fassade in dem Fall das Achtfache wie vom Dach. Das heißt, das wird sich eigentlich nie rechnen. Man kann das machen, man kann sich so ein Ziel setzen. Ich bin auch immer für Forschung, das mal zu gucken, wo liegt denn eigentlich irgendwie der Hase im Pfeffer dabei. Muss aber auch sagen, man sieht das hier oben schon, auch jedes Modul ist hier teilverschattet. Damit hat man auch einen riesen Stress dann mit den einzelnen Gewerken, den Planern und die das ausführen. Und die wollten mir nicht richtig glauben. Dann sind auch Stühle geflogen auf der Bausitzung. Aber gescheitert oder der Baustopp ist eigentlich an einer anderen Stelle entstanden. Und wir haben jetzt natürlich genau dieses Problem auch tatsächlich, dass einige Module einfach gar nicht produzieren. Und jetzt wird es auch kompliziert, weil die müssen dann auch immer mit dem Kran irgendwie wieder ausgehangen werden und ein Gerüst aufgestellt, um dahinter zu gucken, ob denn der Moduloptimierer oder die Bypassdioden noch funktionieren. Deswegen eher Low-Tech.
Ich habe es auch genannt. Also muss man natürlich meine Kollegen noch überzeugen, dass gerade die Begrünung auch zu Low-Tech dazu zu zählen ist und auch die Regenwassernutzung. Und wir sind aber im Moment in Deutschland eher auf dem Trichter Hightech. Ich habe noch ein Krankenhaus im Moment in der Begleitung in Frankfurt. 1 Milliarde wird dort investiert und wir haben eine Bauverzögerung von 8 Jahren gehabt. 8 Jahre Bauverzögerung ohne Baustopp- und Beweissicherungsverfahren wie in diesem Fall. Ja, was ich jetzt begleite, sehr interessante, spannende Projekte. Das sind jetzt drei Projekte aus Hamburg, die ich auch letzte Woche noch mal besucht habe. Oben und unten links der Bunker, der kriegt eine Aufstockung von 5 Levels und auch eine Begrünung vollflächig. Das ist die Vision oben links von dem ursprünglichen Planungsteam. Und das sieht jetzt noch mal toller aus. Ich habe noch ein paar Fotos irgendwie jetzt hier auch gleich im Anschluss. Oben rechts das Null-Emissions-Haus in Hamburg. Gehe ich noch mal kurz drauf ein nach dem Institut für Physik, wenn ich das noch mal in Ergebnissen vorstelle. Das mache ich aber am Ende. Ich weiß nicht, ob die Zeit da noch reicht. Und unten rechts das DESY schon kennengelernt. Ja, der Bunker vielleicht als kleine Schmankerl vorab. Ich habe hier noch keine Ergebnisse. Ich mache ja sozusagen eine Begleitung von diesen innovativen Projekten. Das ist mein Job. Normalerweise verlassen Landschaftsarchitekten und Architekten und auch die TGA-Planer nach HAI Stufe 9 das Gebäude und überlassen das Ganze dann irgendwie dem späteren Nutzer. Und der weiß gar nicht so richtig, was geplant wurde, ob das denn wirklich so funktionieren muss oder sollte, wie er sich das denkt. Wir brauchen für jedes Gebäude eigentlich ein Monitoring oder dann auch eine Überwachung, ob die Sachen wirklich funktionieren. Unsere modernen Gebäude, auch gerade die vom Bund, die arbeiten oft irgendwie gegeneinander. Also es wird gekühlt und geheizt, was das Zeug hält. Wir haben Luftwechselraten. In den Krankenhäusern geht es bis zum 80-fachen Luftwechsel pro Stunde. Das ist verrückt, ne? Wenn man das mal 24 rechnet. Ein normales Gebäude hat vielleicht so 1,5 oder so, ne? Wenn man einmal morgens und einmal abends lüftet, und da kriegt man das CO2 meiner Meinung nach auch in den Griff und auch die Feuchtigkeit. Aber wir haben sehr viel Lobbyismus auch im Hintergrund in unseren Normenausschüssen. Das ist auch ein Machtfaktor unserer Industrie. Ja, also die DIN 18599 für Energieeffizienz von Gebäuden hat mehr als 1000 Seiten. Das liest keiner mehr richtig, das als Norm. Ja? Und deswegen stimmt die auch vorne und hinten nicht. Das kommt noch dazu. Also es sind auch Widersprüche drin. Und wenn wir jetzt mal ein Gebäude berechnen für die Energieeffizienz im Sommer, also den sommerlichen Wärmeschutz, dann liegen wir in der Regel um den Faktor 6 bis 8 bei unseren komplizierten Gebäuden aus dem, was eigentlich prognostiziert wird. Also wir verbrauchen das 6- bis 8-fache an Energie für die Klimatisierung, wenn wir denn überhaupt eine Kälte auch in dem Gebäude, eine Kälteversorgung haben. Und da müssen wir ran. Der Bunker ist jetzt sehr spannend. Also wir haben auch sehr viel konventionelle TGA drin, weil die müssen sich auch an allen Vorgaben, politischen Vorgaben halten. Ne, Dreifachverglasung, also je mehr man isoliert, desto weniger kriegt man auch die innere Wärmelast raus nachts im Sommer. Es ist aber ein super spannendes Projekt. Baukosten 60, 70 Millionen Euro. Sollte eigentlich letzten Freitag in Betrieb gehen, nicht ganz geschafft, also Ziel verfehlt. Das gibt noch Stress, weil der Vertrag, der sieht dann auch natürlich Schadenersatz vor. Und ja, aber da sage ich jetzt nichts zu. Ich weiß auch nichts Näheres. Aber das Ding muss jetzt mal fertig werden. Also das Hotel sieht schon gut aus. 7600 Quadratmeter Grün- und Gemeinschaftsfläche. Das ist ein öffentlicher Park. Man kann auf den öffentlichen Park die 60 Meter dann einfach über einen sogenannten Bergpfad hochlaufen, über eine begrünte Treppe von außen. Das ist sehr ein bewundernswerter Schachzug, der da gemacht wird. Also es können ein paar tausend Leute dann eben auch in dieses Gebäude dann oben hin. Wir haben 1700 Quadratmeter begrünte Fassadenfläche und im Bezug zum Bosco Verticale hat weniger als 1000 Bäume, also wir haben jetzt 4700 Bäume, Sträucher und Hecken, wird das natürlich irgendwie ziemlich doll. Und ich begleite das dann im Vertrag mit dem Umweltministerium über die deutsche Anpassungsstrategie. Ja, es kommt ein Hotel rein mit 136 Zimmern, diverse Gastroflächen, mehrstöckige Bar, Räume für Stadtteilkultur, Ausstellungsflächen, Urban Gardening.
und eine Dreifeldhalle für Sport- und Kulturveranstaltungen. Da ist die Decke leider 2 Zentimeter zu niedrig, um die international anerkennen zu lassen. Das sind auch alles so kleine Planungsfehler. Ich habe ja noch die Website planungsfehler.com. Vielleicht muss man das dann irgendwann mal auch damit ausfüllen. Und es gibt auch einen Gedenk- und Informationsort zum NS-Regime, Zweiten Weltkrieg, weil das ist ein sehr historisches Gebäude. Das ist wirklich super spannend. Und ich finde es auch sehr gut, dass es an der Stelle dann auch im breiteren Publikum geöffnet wird, muss ich ganz klar sagen. Es gibt aber auch Naserümpfen dazu, gerade von der Nachbarschaft. Ja, so sieht das mal in der Aufsicht aus. Landschaftsarchitekten ist das Büro Landschaftsarchitektur Plus, Felix Holzapfel Herziger. Und die machen richtig einen guten Job. Die Planerin, die da jeden Tag ist, die ist viel zu schüchtern. Im Moment bin ich relativ oft im Fernsehen damit und mache aber gar nicht so die zentrale Arbeit, sondern ich beobachte nur. Und so sieht im Moment der Start von dem Bergpfad aus. Ne? Man sieht auch schon die Ansätze, wie begrünt wird. Und deswegen auch Innovation, weil wir führen das Wasser im Kreis. So ist eigentlich das Konzept. Die Idee zur Begrünung ist auch schon älter. Und zwar ist die von Friedensreich Hundertwasser. Er hat 1992, das war genau das gleiche Jahr, wo ich meine Diplomarbeit zur Dachbegrünung geschrieben hatte, hat unser Vorreiter in allem, muss ich schon sagen. Also er war wirklich so ein Innovativer und auch schon ein bisschen verrückt, muss man sagen. Und das gehört auch dazu, um wirklich was umsetzen zu können, hat er den Bunker schon begrünt. Er hat so vor einer Skizze gesessen beim Hamburger Abendblatt und die Bäume eingezeichnet. Ja, und so sieht es im Moment auch schon aus. Also der Kran ist sogar schon abgebaut und das Geländer auch. Also es sieht schon wirklich toll aus. Die Pflanzen wachsen auch. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt, weil wir haben auch einige Probleme da, ne? Das ist schon klar. Wir müssen es gut bewässern. Das Wasser fließt dann in eine große 500 Kubikmeter Zisterne und das Konzept ist es dann wieder hochzupumpen, weil es gibt nur zwei Optionen, wirklich wassereffizient zu bewässern. Das ist überzubewässern und den Ablauf wieder aufzufangen und wieder hochzupumpen. Oder wir machen eine Anstaubewässerung. Es gibt eigentlich nur beide Varianten, weil wir können nie so exakt bewässern über die Bodenfeuchtigkeit, dass es wirklich passt. Ne, dass wir genauso, weil die Bodenfeuchtigkeit in solchen künstlichen Substraten lässt sich nicht wirklich quantifizieren. Ja, ich komme damit mal zur Problemstellung und dann eben auch zu einem anderen Klimanarrativ. Mein Klimanarrativ ist nämlich der Wasserhaushalt. Ich habe dann viele Jahre im Fachgebiet Wasserhaushalt und Kulturtechnik bei Professor Heiko Diestel gearbeitet und das Nachbarfachgebiet war Limnologie von Willi Rippel. Wir haben ein richtig großes Problem gehabt über mehrere Jahre in Deutschland, und zwar eine außergewöhnliche oder extreme Dürre. Und das zog sich immer so weiter. Auch hier im Januar 23 hatten wir noch eine außergewöhnliche extreme Dürre. Ne? Also das war 19, dann 21, 23 und im Oktober 23 sah es immer noch so aus. Jetzt hat es Gott sei Dank irgendwie geregnet. Aber wenn wir an dem Problem nicht gezielt arbeiten und wieder Wasser verdunsten, was wieder zu Regen wird, dann werden wir dieses Problem wiederbekommen. Auch ein Beispiel mal für den sogenannten menschengemachten Klimawandel ist eine sehr gute Grafik auch zwischen den Niederschlagsverhältnissen, zwischen landwirtschaftlicher Nutzung zwischen West- und Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist es tatsächlich so, dass auch viele Flächen zusammengelegt wurden und wir Alleen und auch Ackerrandstreifen verloren haben. Wir haben also nach der Ernte einmal im Juni und einmal im August dann auch so eine Art Hitzewelle über Deutschland. Das ist immer genau dann, wenn auch das Getreide oder der Mais geerntet wurde, dann haben wir praktisch sozusagen eine Agrarwüste. Und wenn dann kein Wasser mehr verdunstet wird, ist es heiß. Ja, und das sind jetzt einfach nur mal so, das hat nichts mit unserer Sandbüchse zu tun, die haben wir natürlich im Norden von Berlin auch, sondern wir liegen auch hier mit den besten Böden um die in der Magdeburger Börde, sozusagen im Gebiet mit extremer Trockenheit. Und das hat eher was zu tun mit dem Mangel an Verdunstung von Wasser.
Und deswegen auch Wärme und deswegen regnet es auch weniger, weil dieser Wasserkreislauf ist auch sehr kleinräumig. So sieht das 2011 im Süden von Berlin aus, in Brandenburg nach der Ernte. Ja, ich wohne hier an der Grenze nach Potsdam, in Potsdam selber. Dieses Foto habe ich an unserer Badestelle vor ein paar Jahren mal gemacht. Man kann sich schon denken, das Boot lag natürlich eigentlich dann direkt von der DLRG direkt am Bootssteg und war da auch angemacht. Jetzt müssen sie halt hier über den Sand laufen und dann einsteigen, um jemanden zu retten vor ein paar Jahren. Und so sieht es im Moment aus. Also wir haben also mehr als 20% vom Volumen verloren. Und das können wir auch historisch ganz gut nachvollziehen. Also beispielsweise das Tote Meer, ne? Das hatte natürlich früher viel mehr Wasser. Wir haben auch in der Sahara Seen gehabt. Das ist heute in vielen Flächen mehr als 100 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, in der Sahara. Und wir haben auch andere Flächen wie den Aralsee, die austrocknen. Jetzt ist es aber nicht so, dass die erhöhte Verdunstung hier schuld ist, sondern die Reduzierung an Niederschlägen. Denn überall da, wo natürlich noch Wasser da ist, erhöht sich die Verdunstung, wenn in der Landschaft weniger verdunstet, weil es immer trockener wird. Also da, wo noch Wasser ist, kompensiert man das. Man muss alles dynamisch denken in der Natur und nicht linear. Und wir werden aber an der Universität erzogen, linear zu denken. Ja? Das ist aber falsch, sondern es geht um dynamische Prozesse, um Fließgleichgewicht. Und als Elektrotechniker bin ich da vielleicht sogar ein bisschen näher dran gewesen, weil wir konnten auch dynamische Prozesse über Widerstände und auch über Kondensatoren versuchen zu erklären, indem man das mit einem Wasserkreislauf vergleicht. Also das eine hat was mit Druck zu tun und das andere mit einem Volumenstrom. Ja, es geht sozusagen in so einem Kreislauf nichts verloren. Das Gleiche kann man auch in der Ökonomie erklären. Und ich gehe da gleich nochmal drauf ein, denn es geht nicht darum, wie viel wir sozusagen an Geld an Euros auf dem Konto haben, sondern wie viel wir in welchem Zeitraum ausgeben. Das ist die Investition. Deswegen sind auch die Ökonomen vielleicht sogar ein bisschen mehr dran als die Ingenieure. Die denken tatsächlich nur in Tonnen und in Kubikmetern und in Kilowattstunden. Ja, das führt jetzt leider auch dazu, dass, wenn es immer trockener wird, auch unsere Wälder anfälliger werden für Waldbrand. Und ich mache damit mit der Problemstellung mal Schluss, weil eigentlich ist sie allen bekannt. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet an der TU Berlin, weil in Wirklichkeit geht es nicht um diese Fachdisziplinen, die wir ausbilden. Als Architekten oder als Landschaftsarchitekten sind wir eigentlich auch dazu befugt, irgendwie alle Fachdisziplinen wiederum zusammenzuführen, sind aber immer weniger in der Lage, weil die sich komplett verselbstständigen. Ja, also mit Brandschutz und mit Hygiene kriegt man jede Innovation am Bau im Moment tot in die Knie gezwungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal eine Arbeitsgruppe, die nennt sich WaterG, die thematisiert die Schnittstelle zwischen Wasser, Energie und Grün. Mindestens schon mal das. Aber auch Baustoffe gehört dazu und Abfall. Das sind die fünf Bausteine des ökologischen Bauens. Und ich nenne da nur eine Zahl, 680 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Jetzt denkt man dann doch nochmal als in Kilowattstunden und in Kubikmetern und linear für einen Moment, weil es ist eigentlich der größte Energieumsatz, den wir haben von einem Element weltweit. Wasser ist auch der größte sensible Speicher von Energie. Wenn wir Wasser erwärmen von 30 auf 90 Grad, brauchen wir aber genau 10% dieser Energie, nämlich 68 Kilowattstunden. Und die richtige Innovation entsteht eigentlich dabei, wenn wir anfangen, Wasser zu verdunsten, nämlich im Phasenwechsel von flüssig zu gasförmig. Und da brauchen wir die zehnfach höhere Menge dazu. Ne? Das könnte man vielleicht zum Beispiel dadurch erfahrbar machen, wenn man jetzt Spaghetti kocht. Ne? Also wenn wir erwärmen von 25 Grad auf 100 Grad, ne, braucht man eine bestimmte Menge. Und wenn wir das jetzt vergessen, braucht man die zehnfach längere Zeit, bis das Wasser verkocht ist, wenn wir auch die gleiche Energiemenge zuführen. Ne? Also der Phasenwechsel ist es. Und damit können wir Gebäude kühlen. Wir können damit aber auch im Winter heizen. Das geht beides, indem wir diesen Phasenwechsel ausnutzen. Denn der gegenteilige Effekt oder
Das, was in der Physik passiert, der Verdunstung von Wasser, ist die Kondensation oder Absorption von Wasserdampf. Dann wird es wieder flüssig. Also bei der Kondensation beispielsweise an einer kalten Glasscheibe oder auch in einer Salzlösung. Das machen wir hier unten links in dem Water-G-Prototypen. Da wird Wasserdampf aus dem Gewächshaus wieder zurückkondensiert. Das heißt, wir können, auch wenn wir nur 15 Grad im Gewächshaus haben und das in Verbindung bringen mit so einer feuchten 15 Grad kalten Luft und in Verbindung bringen mit einem Magnesiumchlorid, dann entsteht sozusagen wieder aus Wasserdampf wieder Wasser und dann können wir damit das Gebäude heizen. Ja, also das ist ein ganz interessant. Dann habe ich hier noch zwei Projekte, Potsdamer Platz und Atlas Hof Physik mal drauf. Also es geht darum. Auch hier nochmal ein ganz kleines Beispiel, Tropical Islands. Da war ich schon mal kurz dran, so ein bisschen, aber nur minimal. Habe ich auch mal ausgerechnet über die Phase. Wie viel verlieren die denn eigentlich durch die Verdunstung von Wasser? Also die haben mir selber gesagt damals, sie brauchen 72 Kubikmeter pro Tag, um die Grünfläche zu bewässern. Das Wasser verdunstet. 72 Kubikmeter pro Tag mal 680 Kilowattstunden pro Kubikmeter sind dann 48.000 Kilowattstunden pro Tag, die wir verlieren. Und das entspricht bei einem Gaspreis im Moment von 8 Cent die Kilowattstunde 3.917 Euro pro Tag. Davon muss man schon ganz schön viele Eintrittskarten verkaufen, ne? Denn das wird einfach nur rausgelüftet. Das wird also nicht wieder rückabsorbiert oder kondensiert, sondern die lüften das raus, ne? Also alleine die 72 Kubikmeter Bewässerung kosten uns zurzeit knapp 4.000 Euro pro Tag. Im Vergleich dazu der Transmissionsverlust durch die Hülle. Die Hülle ist sehr schlecht, muss man sagen, ne? Wir haben ja bei normalen Dreifachverglasungen so 0,5, 0,6 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das sind hier das Dreifache, 1,8, weil es so eine Folie, ne? Da haben wir einen Verlust von 7.800 Euro, ne? Also im Winter, was wir nachheizen müssen. Also das ist schon nicht irrelevant. Und das ist auch eine Relevanz zum Beispiel für Gewächshäuser, die wir dann auch im Winter betreiben wollen. Also die Verdunstung von Wasser können wir versuchen, wieder rückzugewinnen, indem wir diesen Wasserdampf wieder sorbieren. Ja, und auch global ist die Verdunstung von Wasser das, was unser Klima bestimmt. Das ist jetzt mal ein durchschnittlicher Quadratmeter weltweit. Wir bekommen auf den eine Einstrahlung von 4,4 Kilowattstunden pro Tag. Ein Teil davon wird reflektiert. Das sind 550 Watt, also mehr als 10%. Sehr viel relevanter ist das, was wir kurzwellig umwandeln in eine langwellige Abstrahlung. Dadurch, dass wir erhöhte Oberflächentemperaturen haben, auf der Erdoberfläche gegenüber der Atmosphäre. Aber was relevant ist, ist die Nettostrahlung und davon wird knapp die Hälfte umgewandelt von der Gesamteinstrahlung in die Verdunstung von Wasser und nur ein kleiner Teil in sensible Wärme. Das ist sozusagen ein durchschnittlicher Quadratmeter weltweit. Mit der kurzwelligen Einstrahlung von 4,4 Kilowattstunden. Also wird fast die Hälfte umgesetzt in die Verdunstung von Wasser. Ja, und so sieht es aus. Das ist der Urban Heat Island Effekt. Das ist das, worüber wir ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten nachdenken. Wie kann man damit umgehen? Wir sagen jetzt, wir machen Klimaanpassungen und pflanzen Bäume. Das ist jetzt mal eine eigene Messung in der Uferfabrik in Berlin-Tempelhof. Wir bekommen hier in den Sommermonaten Juni, Juli, August eine Einstrahlung von 5,3 Kilowattstunden pro Tag, reflektieren etwas weniger als 10%, denn wir haben so ein etwas dunkles Bitumendach, haben aber eine deutlich erhöhte thermische Ausstrahlung, weil das Dach wird tagsüber auch sehr heiß und müssen natürlich dadurch, dass wir das Regenwasser abführen, ins Kanalnetz und dann in den Teltowkanal und dann, der läuft dann wiederum in die Spree, in die Havel und dann in die Elbe. Ist sozusagen, steht das Wasser nicht zur Verfügung für Verdunstungsprozesse. Also müssen wir es umwandeln, auch in sensible Wärme. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und dazu im Vergleich mal das Dach daneben. Ein extensiv begrüntes Dach wandelt immerhin schon zwei Drittel der Nettostrahlung um in die Verdunstung von Wasser. Also die gleiche Einstrahlung, gleicher Zeitraum. Das war Juni, Juli, August 2000.
Ob ich dann, da muss man ziemlich viel Sensorik irgendwie auch unterbringen, um die Reflexion zu messen, die erhöhte thermische Ausstrahlung, die Verdunstung von Wasser über Kippwagen und die sensible Wärme ist dann eine Restgröße. Da kommt man nicht drum rum. Aber das kann man sehr gut eigentlich messen. Ja, hier nochmal beide Dächer im Vergleich. Ja, und das war dann im Prinzip auch schon die Antwort von dem, was ich in meiner Diplomarbeit damals geschrieben habe. Also auch ein extensiv begrüntes Dach wandelt immerhin schon 300 Kilowattstunden pro Jahr um in die Verdunstung von Wasser, ne? Von einer Einstrahlung von 1000. Also es ist gut ein Drittel, also knapp ein Drittel. Und das ist schon etwas, ne? Bei uns steht auch immer noch im Stadtentwicklungsplan Klima drin, dass extensiv begrünte Dächer nichts bringen. Das ist natürlich völlig falsch. Ja? Das ist auch wieder so ein Modellding. Also diese ganzen Klimamodelle, die stimmen so nicht. Da sind komische Annahmen drin. Und ich halte das inzwischen auch für Vorsatz und nicht für Inkompetenz. Es ist auch viel Inkompetenz im Spiel, aber es ist auch Vorsatz, um bestimmte Ziele weiter zu verfolgen. Da komme ich drauf ran, auch noch dazu. Wir haben eine drastische Reduzierung von Verdunstung an Land. Wir verlieren im Schnitt ungefähr 800 Quadratkilometer täglich. Hamburg hat 750, Berlin hat 890, also es ist irgendwas zwischen Berlin und Hamburg, was wir jeden Tag verlieren. Nettoverlust an Wäldern 350 Quadratkilometer, Urbanisierung 150, also jeden Tag entsteht also so eine mittelgroße Stadt weltweit und eine Wüstenbildung von 300 Quadratkilometer und die hat natürlich was auch mit diesem ganzen Prozess zu tun. Auch in Deutschland ist die Urbanisierung nicht unproblematisch. Wir sind wieder bei 1 Million Quadratmeter ungefähr angelangt pro Tag. Und die Statistik ist da nicht ganz einfach, weil wir verlieren natürlich auch zusätzlich immer Straßenbäume und so weiter. Also es geht nicht nur um die reine Urbanisierungsrate, sondern auch die Restflächen werden teilweise deutlich degenerierter. Ja, und damit wandeln wir natürlich eine Energiebilanz oben links in die Energiebilanz unten rechts zu 800 Quadratkilometern täglich und wundern uns, dass es immer wärmer und immer trockener wird. Das hat natürlich was direkt miteinander zu tun. Und meiner festen Überzeugung bin ich der Einzige, ist das die zentrale Ursache auch für den Klimawandel. Da stelle ich jetzt mal die Frage. Wir müssen ja erstmal, wir haben ja gelernt, Eingriff in Natur und Landschaft soll ausgeglichen werden oder es muss ein Ersatz geschaffen werden. Da müssen wir erstmal die Frage stellen, was ist denn der Eingriff in Natur und Landschaft, wenn wir das auf das Thema Wasser beziehen? Wie viel verdunstet denn eigentlich in unserem Einzugsgebiet? Und ich verkürze das mal, weil mehrere haben, glaube ich, meinen Vortrag auch schon gehört oder, ne? Also vielleicht mal kurz Gedanken machen, wie viel verdunstet und wie viel fließt denn über den Teltowkanal, Spree und Havel und Elbe dann ins Meer sozusagen. Es gibt nur die beiden Komponenten, ne? Die Grundwasserneubildung mit Abfluss oder Verdunstung, ne? Über den Umweg natürlich Speicher, Bodenwasserspeicher. Und ja, vielleicht mal kurz Gedanken machen. Einzugsgebiet Berlin-Brandenburg. Sind es 15, 35, 50, 65 oder 80%? Und das ist natürlich ein Ziel, was wir jetzt auch auf der Grundstücksebene verfolgen sollten in Bezug auf Klimaanpassung oder auch Klimavermeidung. Ja, das sind 80%. Und da haben wir natürlich schon Stress. Also da können wir sowas machen wie den Bunker, ne? Auch das Wasser wieder im Kreis führen. Wir müssen das Regenwasser sammeln und versuchen dann wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zu bringen. Und das nennen wir dann auch die fliegenden Flüsse. Denn über die Wolken, die fliegenden Flüsse, wird wesentlich mehr Wasser bewegt als über die Flüsse an Land. Ne? Also über die Elbe beispielsweise. Kann man sich schon denken. Ja? Also 80%. Der natürliche Wasserhaushalt ist sozusagen unser Ziel. Und da muss man aber sagen, da ist die Grundwasserneubildung in Berlin inzwischen bereits übererfüllt. Also wir haben die letzten Jahrzehnte immer angefangen zu versickern. Habe ich auch in Amsterdam gerade gesehen. Wir legen große Versickerungsanlagen an. Das ist natürlich auch sinnvoller, als es abzuleiten und dann ins Grundwasser zu versickern. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir zentral bräuchten. Denn wir haben
Im Stadtgebiet Berlin bereits 27% Grundwasserneubildung gegenüber 20% Ziel. Was fehlt, ist die Verdunstung. Ja, wir haben Oberflächenabfluss von 14%. Den muss man natürlich ganz vermeiden, ja, aber die Verdunstung fehlt. Und deswegen sind auch diese Grafiken, die man immer findet, irgendwie in den Publikationen falsch. Ja, das suggeriert so ein bisschen, dass es die natürliche Landschaft, Versickerung, ne, und Verdunstung. Hier natürlich richtig erkannt, dass die Verdunstung größer ist als die Versickerung. Aber hier dargestellt für urbane Gebiete die Versickerung deutlich minimiert und die Verdunstung minimiert und der Oberflächenabfluss groß. Nee, das ist aber so nicht ganz korrekt, sondern die Versickerung ist sogar höher. Und zwar liegt das daran, dass wir viele Flächen haben, die einfach teilversiegelt sind und keine Verdunstung aufweisen, wie Gehwegsbelege, Granitpflaster oder Straßenbahn- oder Eisenbahnlinien. Die haben dann die vierfach höhere Grundwasserneubildung, aber keine Verdunstung. Und die kompensieren die vollversiegelten Flächen. Ja, wichtig ist, und das ist jetzt glaube ich, eins das, was wir vielleicht Bibel nennen können, auch waterparadigm.org, Michael Krawczyk, Jan Pokorny, den kleinen und den großen Wasserkreislauf thematisieren. Der meiste Niederschlag auch bei uns in Deutschland kommt nicht aus dem Atlantik, sondern das ist bereits verdunstetes Wasser aus Frankreich, Spanien, Portugal und aus den Bundesländern drumherum. Ja, das ist also der kleine Wasserkreislauf. Und wenn wir jetzt einmal einen Kubikmeter nicht verdunsten, dann haben wir in der Kaskade 80%, dann 64%, dann 53% immer weniger Niederschläge. Das ist sozusagen eine Kaskade hintereinander. Das heißt, ein Kubikmeter nicht verdunstet, weil wir jetzt einen Quadratmeter versiegeln oder 2 Quadratmeter, bedeutet dann, wir haben 3 bis 5 Kubikmeter weniger Niederschläge an Land. Ja, und damit komme ich dann gleich auch zu meiner Klimakritik. Das ist jetzt mal ein Foto von Stefan Krauter, mit dem liege ich irgendwie seit längerem jetzt ein bisschen im Clinch. Der kommt nämlich aus der Energiebranche. Ich bin trotzdem ein Fan von erneuerbaren Energien. Man muss es nur richtig begründen, ja, warum man jetzt Photovoltaik aufs Dach schraubt oder auch eine Windanlage in die Landschaft setzt. Und man muss es auch abwägen in den Zielkonflikten, die wir dabei haben. Jede Form der Ressourcennutzung hat auch Nebeneffekte. Das hier war alles mal Wald. Ägypten hat natürlich ihre Hochkultur nicht in der Wüste gegründet, sondern ganz Nordafrika ist zur Wüste geworden. Vor 20.000 Jahren ging das schon los. Es gibt dann sehr gute Publikationen dazu. Die Hochkulturen haben sich natürlich nicht in der Wüste gegründet, sondern die haben die Wüste geschaffen. Und da gibt es auch ein sehr schönes Buch von Cliff Ponting, The Green History of the World, Development and Collapse of Civilizations. Und da werden auch 10 alte historische Zivilisationen genannt, wie die eigentlich über die Übernutzung ihrer natürlichen Ressourcen dann am Ende zu ihrem Untergang führten. Gibt auch hier eine ganz gute Publikation, das hier von David Wright aus Korea in Seoul von der Universität. New Research suggests ancient humans help make the world's largest desert, causing climate change. Bereits vor 8000 Jahren, also 6000 vor unserer Zeitrechnung. Es begann sogar noch früher, aber es gibt noch mehr Literatur dazu, die ist meistens auch schon älter. Also die wurde schon publiziert, bevor dieses CO2-Thema überhaupt auf der Agenda auftauchte. Beispielsweise hier 1976. Der anthropogene Klimawandel ist älter als 100 Jahre. 10.000 Jahre Sahara, Bericht über ein verlorenes Paradies. Ne? Habe ich oder meine Frau im Prinzip irgendwie im Kino mal gefunden, so im Zoopalast hier in Berlin, habe ich gleich mitgehen lassen. Ja, noch ein Foto, Agadir, Marokko, habe ich gemacht im Mai 2008. Und das ist in der Historie noch zu Römerzeiten, vor 2000 Jahren. Tituliert worden als die Kornkammer Roms. Wenn man da jetzt in die Landschaft guckt, findet man nur noch Sand. Das ist nämlich das, was bei der Mineralisierung überbleibt. Da muss man auch die Bodenkundler mal fragen. Gibt es auch einen sehr interessanten, der das ganz klar auch auf der Agenda hat, ist Heinz Rudolf Borg.
ist jetzt gerade in Pension gegangen, sehr fit. Ich habe viel von ihm gelernt. Im Prinzip ist das, was übrig bleibt, der Sand. Das war aber früher nicht Sand, das war Tropenwald. Ja. Brandenburg hat man schon nach der Ernte 2011, ne? Und hier den Pattern. Dann, ja, unser Narrativ, was uns irgendwie die ganze Zeit sozusagen, wenn wir den Fernseher anmachen, verkauft wird, als wir gucken in den Himmel und sagen, okay, da erhöht sich das CO2 von 0,04 auf 0,042% und dann wird es bei uns auf der Erdoberfläche wärmer. Das hat doch nichts mit unseren eigenen Erfahrungen, mit unserer eigenen Historie, so aus der wir heraus selber auch unsere Lust und unsere Motivation, auf Flächen zu begrünen, zu tun. Das ist einfach ein Klimamodell. Das stimmt aber vorne und hinten nicht. Was hier erzählt wird, das ist jetzt mal so eine vereinfachte Grafik von Al Gore ist, da gibt es die Sonnenstrahlung, ne? Ich nenne es nochmal 4,4 Kilowattstunden. Pro Quadratmeter und Tag wird dann an der Erdoberfläche in langwellig umgewandelt und wird dann an den bösen CO2-Molekül wieder rückreflektiert, ne, oder hier absorbiert und dann in einer anderen Wellenlänge wieder rückgestrahlt auf unsere Erdoberfläche. Ja, und nur ein Teil geht in den Weltraum. Jetzt ist es aber so, ich habe es ja schon genannt, dass der wesentlich größere Energiestrom findet latent statt. Das heißt, die kurzwellige Strahlung gelangt hier auf unsere Erdoberfläche, wird umgewandelt in latente Wärme, in die Verdunstung von Wasser. Und wo wird diese Energie wieder freigesetzt? Bei der Kondensation zu Wolken, also innerhalb der Atmosphäre. Und da hat das CO2 genau die gegenteilige Wirkung. Ja, also die Wolke, die hier entsteht, strahlt langwellig wieder aus. Die strahlt auch zurück, aber das CO2, was da drunter ist, hat dann natürlich in dem Fall genau die gegenteilige Wirkung. Nämlich nimmt die Strahlung auf und strahlt sie dann wiederum in den Weltraum ab. Ja, gleichzeitig ist das auch ein wichtiger Kern für die Abstrahlung im Weltraum. Wir kriegen auch aus diesem Prozess eine langwellige Einstrahlung hier auf die Erdoberfläche. Das ist vollkommen richtig. Das ist so ein Effekt, den wir haben, beispielsweise, wenn wir einen klaren Himmel haben im Winter und dann auf unsere Autoscheiben gucken. Ne? Dadurch, dass die atmosphärische Gegenstrahlung stark reduziert ist, schlägt dann diese Temperatur sofort auf so Flächen nieder, die eine sehr geringe Wärmekapazität haben, und dann bildet sich dort Raureif, ne, und Eis. Wenn wir einen bedeckten Himmel haben, bei gleicher Temperatur passiert das eben nicht. Ja, wir stehen im Strahlungsaustausch. Und das liegt einfach daran, dass die Wolken die Energie wiederum zurückgeben, die bei der Verdunstung unten aufgenommen wird. Ja, und deswegen stimmen diese ganzen Klima Modelle nicht, die stimmen nicht. Das sind lineare Modelle, keine dynamischen Modelle. Die haben auch den Wasserkreislauf nicht auf dem Schirm. Da muss man nur mal mit dem deutschen Wetterdienst auch unter vier Augen sprechen, dann sagen die einem das. Die sagen einem das ganz klar. Ja, das haben wir nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe hier mal dargestellt, oder das kommt eigentlich ursprünglich von Greenpeace. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor auch ein Fan von erneuerbaren Energien. Man muss es nur richtig begründen, warum man das macht. Die erneuerbaren Energien sind auf einer ganz anderen Ebene gestartet, nie wegen dem Klimawandel. Da können wir alle fragen, die in dem Bereich arbeiten. Ich frage die auch immer, ja, wieso hast du denn jetzt irgendwie in den 80er Jahren dir das, ne, da habe ich auch angefangen, erneuerbare Energien zu studieren, aber nicht wegen dem Klimawandel, sondern weil wir was gegen die große zentralisierte Energieinfrastruktur was machen wollten und wir wollten unseren Strom selber produzieren. In Berlin wollten wir auch das Regenwasser sammeln, um damit unsere Toilette zu spülen. Und da geht es eigentlich, das ist eher eine Machtfrage. Und das hier ist ganz gut dargestellt worden, mal ursprünglich von Greenpeace nach Stefan Crauter 2006. Das habe ich dann eigentlich ja, noch mal ein bisschen grafisch umgearbeitet. Das ist das in dem großen Würfel, was an Energie eingestrahlt wird von der Erdoberfläche und das, was wir anthropogen verbrauchen. Das ist natürlich so, nur so ein kleiner Mini-Würfel. Ja? Und das soll eigentlich suggerieren, dass wir natürlich Solarenergie nutzen sollten, um die fossilen Ressourcen zu schonen oder die,
ich sag mal einfach nur die Ressourcen, die wir haben, ne? Also so oft wie dieser kleine Würfel dann in die Kohlereserven passt, ist die Kohle dann schon irgendwann mal zu Ende. Ja, und da würde ich sagen, das stimmt. Also wir müssen genau gucken, ne? Was wir machen, was wir verbrauchen. Und das betrifft auch alle anderen, ne? Also Metalle, die wir irgendwo brauchen, alles, was wir aus dem Boden rausholen, ist sonst nämlich irgendwann zu Ende. Und das ist auch nicht besonders gerecht irgendwie von denen, die das sozusagen an uns verkaufen. Jetzt habe ich hier mal dargestellt, wie viel von der Einstrahlung dann umgewandelt wird in die Verdunstung von Wasser pro Jahr. Das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung, ja, wenn wir das jetzt hier mal vergleichen. Einstrahlung und dann im Vergleich zu dem, was wir dann wieder umwandeln und kühlen an der Erdoberfläche. Ne? Energieumsatz durch Verdunstung eines Jahres. Wir haben abgeleitet, dieses CO2-Narrativ eigentlich aus einer Korrelation. Das ist jetzt die Korrelation mal mit den globalen Temperaturen und dem CO2 in der Atmosphäre. Und das korreliert so ungefähr. Das stimmt auch, ne? Korrelation bedeutet aber nicht gleich Kausalität. Will ich nur einmal so ein Beispiel nennen. Zum Beispiel kann man korrelieren, wie viel Eiscreme gegessen wird und wie viele Leute sterben an Hitzetod. Ja, also die Hitzetoten, die berühmten. Ne, 20.000 oder so haben wir dann in Deutschland teilweise. Das findet eine Korrelation statt. Aber es gibt keine Kausalität. Das heißt jetzt nicht, wenn wir nicht kein Eiscreme mehr essen, dass dann wir weniger Hitzetote hätten. Und genau das passiert genau mit dem CO2. Wir korrelieren zwei Sachen, die einfach nur im indirekten Zusammenhang stehen, nämlich indirekt mit der Verdunstung von Wasser und gleichzeitig mit der Photosynthese. Die Photosynthese, hier ist mal die Grafik aus Wikipedia, habe ich dann irgendwann mal genommen. Da waren wir noch bei, also diese Messung in Hawaii begann mal, weil man voraussagen wollte über CO2, ob vielleicht ein Vulkanausbruch bevorstand. Ja, das hatte Keeling damals gemacht, war auch eine gute Idee. Man muss es immer mal ausprobieren, ne? Weil vielleicht wird vorher CO2 emittiert. Das Gas hat auch einen bestimmten Effekt. Man kann das gut messen im Infraroten, das absorbiert. So messen wir auch CO2 über Messgeräte in unseren Räumen. Und man kann also das ganz gut messen. Die erste Messung begann irgendwie in den 50er Jahren. Und das steigt an. Und was wir aber auch sehen, ist nicht nur einen kontinuierlichen Anstieg, sondern sozusagen jährlichen Wechsel. Und da wird ganz klar gesagt, ja, das ist die Photosynthese, ne? Also im Frühjahr, wenn die Bäume wieder anfangen, Blätter auszutreiben, dann wird das CO2 aufgenommen. Und im Herbst, wenn die Blätter wieder fallen, wird es wieder abgegeben. Das ist sozusagen der natürliche Kreislauf. Und das sehen wir dann auch jedes Jahr, ne? Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter. Der Fehler, der jetzt gemacht wird beim CO2, ist zu sagen, ja, das ist ganz klar Photosynthese. Aber der Anstieg, das ist nicht Photosynthese, das sind Emissionen. Das ist Unsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es ist auch Photosynthese. Wir verlieren jeden Tag ungefähr 800 Quadratkilometer und natürlich ist es der gleiche Effekt, vor dem wir stehen. Und dann haben wir echt ein Problem, weil wir verlieren riesige Mengen an Vegetation täglich und jährlich. Ich habe das nochmal selber aus den Messdaten dargestellt, jetzt hier mal von 330 ppm, also 0,032, sind wir jetzt bei 0,042 angelangt. Auch hier mal der Jahresgang dargestellt, auch in Prozent von dem, was wir haben in der Atmosphäre. Und dann müsste man jetzt ja sagen, wir haben uns ja 3 Jahre eingesperrt und gesagt, ihr dürft nicht mehr fliegen, ihr dürft eigentlich nicht mehr reisen, ne? Ihr sollt eigentlich zu Hause bleiben. Da müsste man doch eigentlich einen Effekt sehen. Aber ich habe keinen Effekt gesehen, weil die Abholzung ging weiter, ja. Also hier oben die letzten Corona-Jahre gibt es keine Veränderung. Ich habe das hier nochmal rausgezoomt, weil die Landnutzung war nach wie vor das gleiche Problem weltweit. Das ist jetzt auch nur mal so ein Indikator. Also ich versuche das jetzt immer nur auf die Agenda. Eigentlich als grünen Leute wissen wir das doch. Wir pflanzen Baum und dadurch wird es kühler durch Verdunstungsprozesse. Noch was, Kohlenstoffkreislauf, auch ganz gut. Das ist jetzt ganz normal die Grafik, wie viel Kohlenstoff befindet sich wo und wie viel befindet sich im dynamischen System. Ja, aus Wikipedia, einfach nur mal rauskopiert, jetzt mal anders dargestellt. Man denkt jetzt ja erst, der Kohlenstoff befindet sich in den fossilen Energien. Nee, ist aber nicht so. In den fossilen Energien befindet sich 9%. Das meiste ist in den Weltmeeren. Wir sagen ja auch irgendwie, wenn wir jetzt zu viel Kohle verbrennen, dann versauern die Meere.
Da ist aber schon das meiste. Das ist jetzt immer die Frage, versauert so viel mehr, wer 85 oder 86% in den Weltmeeren haben. Wie gesagt, ich bin jetzt trotzdem Fan von erneuerbaren Energien, aber man muss abwägen und wir brauchen für jede Photovoltaik, die wir haben, im Moment noch ein Backup irgendwie in konventionellen Energien. Da kommen wir nicht drum rum, weil wir erzeugen sehr viel Photovoltaik im Sommer, aber brauchen im Winter wiederum den Strom zum Heizen. Also da lügen wir uns auch oft einen in die Tasche, dass wir sagen, wir haben plus Energie und heizen dann damit. Das findet so nicht statt, sondern wir nutzen, speisen ins Netz ein im Sommer und im Winter ziehen wir das aus dem Netz. Also auch die beiden besten Gebäude des Bundes haben eine Autarkie zum Heizen von 20%. Also unser Plus-Energie-Gebäude in Marienfelde und in Dessau hat eine Autarkie von 20%. Das heißt, 80% der Energie zum Heizen kommt aus dem öffentlichen Stromnetz im Winter. So, ja, nochmal die nächste Graph. Jetzt die Frage, wie viel setzen wir denn überhaupt um? Ja, das ist so. Die Natur setzt innerhalb von weniger als 10 Tagen das um, was wir pro Jahr emittieren. Ne, wir emittieren pro Jahr 5,5 Gigatonnen Carbon auf der Grafik pro Jahr, CO2. Und das sind die Umsätze, die wir haben. Das heißt, es geht ums Fließgleichgewicht. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist nicht, dass wir hier emittieren, sondern das Problem ist, dass wir sozusagen dieses Fließgleichgewicht stören, indem wir einfach die Photosynthese reduzieren. In dem Moment, wo wir einen Baum abholzen, ist die Photosynthese reduziert und dann steigt natürlich der Anteil von CO2 und sinkt der Anteil von Sauerstoff. Das kann man auch sehr gut messtechnisch nachweisen. Ja, weil es hängt direkt im Zusammenhang. Ja, also wir verlieren jeden Tag 800 Quadratkilometer und natürlich hat das hier eine Auswirkung. Ja, also es hatte Braun gerade mal, den finde ich eigentlich sonst immer sehr schlau, auch mal gesagt, ja, das, was wir emittieren, das bleibt dann 500 Jahre in der Atmosphäre, hat er gesagt. Nee, das ist weniger als 10 Tage. Tut mir leid, stimmt so nicht, was er sagt. Da hat er sich geirrt. Da ist er auch aufgelaufen, auch auf Propaganda. Ja, und da muss ich sagen, wo kommt das Ganze denn auch her? Ne? Es gibt natürlich große Treiber auch in dem Prozess. Es gibt auch viele, die daraus ein Business gemacht haben, German Pellets. Wenn wir uns mal angucken, wo die ganzen Pelletproduktionen kommen, wir stellen auch in Berlin immer mehr um von Kohle, Öl und Gas auf Holz. Ne, zum Heizen in der Fernwärme. Wir haben inzwischen drei Großkraftwerke, die dann Holz nutzen. Und das wird natürlich in Deutschland wird über die Hälfte importiert vom Holz. Das kommt dann aus Weißrussland, kam früher viel aus Russland, soll jetzt auch eingeschränkt werden. Viel aus Bulgarien, auch unsere Möbel. Also das habe ich jetzt mal im Hafen von Wismar gemacht, die größte europäische Pelletproduktion, German Pellets. Und die machen Werbung, Energie, die nachwächst. Wir haben aber einen Waldverlust von 350 Quadratkilometer pro Tag netto. Ja, das ist eine komplette Fehlsubventionierung. Ein Freund von mir hat gerade ein Heizsystem sich ausgetauscht von Öl. War ich dann überlegen, macht er Gas und dann wurde Nord Stream gesprengt. Oh nee, da mache ich jetzt Holz. Ne? Hat 70.000 Euro gekostet seine Anlage. 20.000 hat die KfW bezahlt, also wir alle, hat nochmal 50.000 draufgelegt. Ne? Meine Therme hat jetzt 5.500 gekostet in der gleichen Leistung. Ja, dann auch wieder hier, rettet den Reinhardswald. Ne? Wir bauen jetzt auch ganz viel Wald wird umgewandelt. Natürlich, es gibt viele Zufahrtsstraßen, bauen ganz viele Windräder jetzt in den Wald. Das bin ich überhaupt kein Fan von. Da gehört es nicht hin. Bei Landwirtschaft kann man sich drüber streiten, wenn man darunter immer noch Landwirtschaft betreibt. Aber in Wirklichkeit ist das die Ursache und nicht die Lösung, genau wie bei Holzpellets für den Klimawandel. Ja, und das sind die großen Protagonisten damals. Auch schon in den 70er Jahren ging das los. Man kann die Quellen ganz gut verfolgen. Es ist auch die Atomindustrie. Also wir haben ja in den 70ern mal Wackersdorf, Brockdorf gehabt. Ich war damals in Wackersdorf selber dabei, weil das ist eine sehr zentralisierte Frage, die auch nur sozusagen in der Großtechnologie auch beherrschbar ist, also die Atomindustrie, und das ist das Einzige, was ihnen einfiel. Wenn man zum Vorstand mal geht von E.ON, die sagen ihnen das auch unter 4 Augen. Ja, wir wissen, dass es mit dem CO2 nicht stimmt, aber mehr sage ich nicht. Das kommt so.
Ja, das ist von denen einfach in die Welt gesetzt. Dass sie jetzt selber vielleicht ein Problem haben, haben sie vielleicht noch nicht mal, ne? Die schalten auch die Kohlekraftwerke ab, wenn es denn staatlich irgendwie bezahlt wird. Machen sie gerade. Ja, schießen wir auch viele Milliarden gerade da rein. Ja, und interessanterweise ist natürlich auch die Opposition. Also es gibt ja zwei Gruppen. Es gibt einmal sozusagen die Klimaschützer Atomindustrie und dann gibt es die Klimaskeptiker. Ja, die Klimaskeptiker ist kontrollierte Opposition. Wenn man auf der Website von EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie, mal guckt, dann sind die ganz klare Atomkraftbefürworter. Ja, das macht man immer so. Also wenn man ein Narrativ erfindet und in die Welt setzt, dann gründet man laut Lenin, ne, ist irgendwie, wenn man die Opposition beherrschen will, dann muss man sie selbst gründen. Das waren damals seine Worte. Macht er so. Wurde auch hier so gemacht. Ja, vielleicht, ich lege mich jetzt mit vielen Gruppen an, das weiß ich, aber ich bin jetzt seit 20 Jahren am Kämpfen, immer für mehr Grün und jeden Tag passiert genau das Gegenteil. Und die grüne Branche muss jetzt auch mal irgendwie auf den Tisch hauen. Das geht so nicht weiter, weil es passiert genau das Gegenteil. Die speisen uns manchmal ab mit so ein, zwei, drei Leuchtturmprojekten, damit sind wir dann auch busy, aber wir kommen einfach nicht weiter, weil jeden Tag irgendwie verlieren wir so viele Flächen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und dann trifft man sich in Paris. Ich war auch selber in Paris mit dabei, habe dieses Foto gemacht. Ne? Das sind dann ein paar tausend Leute, die dann auch hinfliegen. Und das sind meistens Politologen, Soziologen, vor allem Politiker. Und die machen dann so ein Klimaabkommen. Das Klimaabkommen macht keinen Sinn. Ja, da sind auch mal ein paar ganz gute Ansätze drin, wie Waldschutz, aber die führen nicht wirklich weiter, weil wenn man sich in einem falschen Narrativ abarbeitet, kommt man zu falschen Lösungen. Ne, wie der Verbrennung von Holz oder der Subventionierung von E10 oder das Palmöl mit 5,7% im Diesel. Ja, wir fahren im Diesel im Moment mehr Palmöl, als man selber pro Tag, ne, irgendwie dann innerhalb von 4 Wochen über die Nutella isst. Ja, und da wird Nutella plötzlich als böse dargestellt. Nee, Palmöl ist normalerweise nicht schlimm für Nahrungsmittelproduktion, sondern hat einen sehr guten Ertrag sogar. Ja, aber das ist unheimlich viel Lobbyismus, der im Hintergrund läuft. Ja, Klimaprotokoll von Paris, genau falsch rum. Wir hatten dann auch eine Gegenoffensive gestartet. Die wurden dann auch von 20, 30 Leuten besucht, aber hier waren dann Tausende. Man kommt da leider nicht weiter. Auch das hat wieder die Water Paradigm Gruppe auch organisiert damals. Ja, ich würde sagen, ich mache dann jetzt Schluss, damit wir noch ein bisschen diskutieren können. Ich habe ganz viele Projekte gemacht. Am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass ich damit auch irgendwie das CO2-Narrativ angreife. Aber das mache ich jetzt die letzten 20 Jahre. Das hier war mal der Potsdamer Platz, auch ein begrüntes Dach, ne, mit 1,80 Meter Wasserstand obendrauf, darunter Tiefgaragen, die B96. Ich habe auch noch viele andere Projekte gemacht. Das hier war mal aus der Bauphase. Das Institut für Physik in Berlin-Adlershof war ich gestern noch mal. Leider sind jetzt die Mitarbeiter gerade weg alle und dann wird es nicht mehr bewässert. Also das finde ich sehr traurig. Das sah nämlich eigentlich zwischendurch mal sehr gut aus. Sieht im Moment noch gut aus, aber wenn die Bewässerung nicht funktioniert, haben wir da echt ein Problem. Also ich war gestern mit Nicole Foser da, die sitzt gerade im Zug, sonst wäre sie jetzt hier dabei. Ja, die war bis heute früh noch mal hier und dann hätten wir das gemeinsam diskutieren können, fand ich schade. Ne, so sieht es zum Teil auch dann aus. Ne, schön begrünt die Fassade, deutlich günstiger als ein konventioneller Sonnenschutz. Calvey-Passagen hatte ich mir neulich auch mal angeguckt. Sieht auch super aus, ne? Aber man muss auch schon ein bisschen investieren. Aber die Betriebskosten sind nicht mal 10% von dem von einer konventionellen Fassade. Also das Institut für Physik. Ne, und ja. Dann würde ich sagen, hier auch Bewässerung in der Anstaubewässerung, Modell mit Kübeln. Und daraus hat sich dann auch die Idee ergeben. Wir haben auch viel an Urban Farming sogar, also echten Wein mal angepflanzt. Viele Pflanzen, die wir ausprobieren. Das ist der Blick nach draußen, viel schöner als durch den konventionellen Sonnenschutz. Ich finde das Projekt nach wie vor gut, aber man muss auch mal ein paar Pflanzen nachsetzen. Das kommt mal vor, ich würde mal sagen, vielleicht so 10% pro Jahr. Von 450 Pflanzen wäre das dann 45, das ist nicht so teuer. Das sind vielleicht 800 Euro. Ne? Der konventionelle Sonnenschutz kostet 16.000 pro Jahr an Reparatur und Wartung bei diesem Gebäude. Hier haben wir mal die Betriebskosten. Lieber Ne? Marco, Also, ja, ich ich würde möchte sagen, wir dich sind jetzt am Ende. Ne? damit die anderen noch ein bisschen eine Chance haben, Fragen zu stellen, die da sind. Genau.
Weil Ach, der Zypern. Schwerpunkt sollte nämlich auch genau darauf liegen und ich bin dann jetzt auch durch mit dem Der 100-Wasser. So, hab deutlich 100-Wasser nochmal zum überzogen. Abschluss. Nein, Ja. ja, aber danke für diesen sehr spannenden Vortrag. Und ich lade alle herzlich ein, Ihre Fragen zu stellen. Hand heben oder in den Chat schreiben, was immer leicht geht. Ja, Peter Küsters, bitte. Ja, hallo zusammen und hallo Marco. Mal wieder Hallo ein toller, Peter. toller, toller Vortrag von dir. Und die war ja heute auch mal wieder sehr viel Neues dabei. Ich habe wieder ganz viel gelernt dazu und weiß auch, dass ich deine Thesen, ich sag mal, einerseits, ich finde sie sehr, sehr richtig. Ich bin aber auch nicht ganz unkritisch. Ich denke mal, das ist ein sowohl als auch. Also ich glaube nicht, dass wir das Narrativ CO2 so völlig außer Acht lassen würden. Dann würden sich wirklich ganz viele überwiegende Zahl der Wissenschaftler täuschen. Wir wissen natürlich auch, da schreibt einer von dem anderen ab und vollkommen gerne dem Mainstream. Aber du hast ja auch dieses Beispiel der Eiskernbohrungen und da gibt es die Parallelität zwischen den CO2-Gehalten und den Temperaturen und dieser jährliche Wechsel. Kennen wir alles, aber man hat es ja auch anders, also du hast ja dann so ein bisschen kritisiert, das ist nur eine Korrelation, das ist keine Ursache, Wirkungsverknüpfung direkt. Aber man hat ja schon sehr, sehr, vor, weiß ich nicht, vor 100 Jahren schon nachgewiesen, gab es die ersten Leute, und dann nochmal gab es diese Shell-Studie und so weiter, dass man gesagt hat, also schon, man kann es ja auch physikalisch nachweisen, ne, dass diese Reflexion der latenten Wärme über CO2 in höheren Atmosphärenschichten stattfindet. Also ich glaube, es gibt da so ein sowohl als auch. Bin auch der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich mehr Verdunstung haben müssen. Gerade, wo ich dir wahnsinnig zustimmen muss, ist dieser kleine Wasserkreislauf, der enorm wichtig ist. Und dass wir, wenn wir unsere Felder abernten, ich sag mal hier in Westdeutschland, dass die Ossis auf gut Deutsch auf dem Trockenen sitzen, weil es da noch nicht regnet. Aber ich meine halt wirklich, wir brauchen diesen sowohl als auch. Und Versickerung ist natürlich, ich sag mal, nur die zweitbeste Lösung. Wasser, Regenwasser muss in Vegetationsflächen in obere Schichten eingeleitet werden, damit es auch zur Verdunstung kommt. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass unter den Städten ja der Grundwasserspiegel, sogenannte Grundwassertrichter, ja enorm absinkt und dadurch immer wieder die großen Bäume enorm leiden. Also ich will es halt nicht so, ich will es so ein bisschen auch wieder relativieren, was du erzählt hast. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin ja auch kein Physiker. Ich habe das alles irgendwie auch nur so in den letzten Jahren, Jahrzehnten und so weiter gelernt. Aber ja, das schmeiße ich einfach mal so hier in die Diskussion. Danke, Peter. Ich, genau. Ich will auch, wenn du damit jetzt besser schlafen kannst, Peter, also nur als Anmerkung, dann ist das okay. Aber ich habe jetzt seit 20 Jahren, habe ich immer irgendwie, ne, und ich sage jetzt, ist langsam, bin ich jetzt stinksauer, weil es geht die ganze Zeit in die falsche Richtung. Aber danke, für den Kommentar. Ich, will mich auch gar nicht so groß einmischen. Dankeschön. Hermann Barges, bitte. Hallo. Danke, Marco, für deinen sehr interessanten Vortrag. Zu deiner, wie soll ich sagen, Sympathie für die sogenannten erneuerbaren Energieträger. Du weißt, dass ich da ein bisschen andere Meinung dazu habe. Also zum Beispiel von der Energieeffizienz sind die Erneuerbaren ungefähr genauso viel wie vor 200 Jahren das Holzsammeln im Wald. Wobei das noch den Vorteil hat, da kann ich tatsächlich die Energie dann einsetzen, wenn ich sie brauche. Das funktioniert nicht und vor allen Dingen, das muss man auch weitersehen, das gesamte Energiesystem ist ja so, zum Beispiel die Preisgestaltung, die regelt sich nach dem Energieträger, der am teuersten ist. Also selbst die günstigen Energieträger, die verdienen daran. Wunderbar.
Gleich. Aber meine Kritik zum Beispiel an den Windkraftanlagen, ich war ja auch mal ein Fan davon. Ich war auch genau von diesen Versuchsanlagen der TU, ich war ein absoluter Fan davon. Ich habe auch in dem Sinne ja, jahrzehntelang mit erneuerbaren Energieträgern geplant. Ja. Allerdings, die Praxis hat mich doch eines Besseren belehrt. Bei den Windkraftanlagen zum Beispiel, du hast diese Dürrekarte gezeigt. Und also, ich kann auch gerne mal den Link rübergeben. Die Bremer, die haben ziemlich gute Forschungsergebnisse, was Zusammenhang von Windkraftanlagen und Dürre anbetrifft. Und das ist ganz normal, das hängt einfach damit zusammen, dass die Windkraftanlagen mit ihren Tausenden von Tonnen auf die Grundwasserleiter drücken und damit insgesamt den Wasserkreislauf in unserem Naturhaushalt evident stören. Und dann kommt noch dazu, dass wir hier eine Technik haben, mit der wir gar nicht nachhaltig umgehen können. Wir haben bislang keine Idee, wie diese Verbundstoffe recycelt werden können. Und die Landwirtschaft unter Windkraftanlagen, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja noch von meinem Vater ein Grundstück geerbt im Wendland und wir haben eine Windkraftanlage dort und der Boden ist mittlerweile wertlos aufgrund des hohen Anteils an PFAS. Das sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Und die kriegen wir nicht aus dem Boden weg. Das heißt, als landwirtschaftliche Fläche ist das nicht mehr zu gebrauchen. Herr Bages, wir gehen jetzt bitte nicht von einem Problemfeld ins andere. Ja, also das sind die grundsätzlichen Argumente. Zur Photovoltaik kann ich auch nur sagen, das habe ich selber auch bei einem Projekt, ich habe in Spanien ein sehr großes Photovoltaikprojekt begleiten müssen, weil das praktisch abgesoffen war. Und da habe ich mitbekommen, in Spanien wird im großen Stil unter diesen Photovoltaikelementen Roundup eingesetzt, das heißt mit Fungiziden. Und zwar deshalb einfach, weil der Aufwuchs, die Photovoltaikplatte hat ja den praktischen Mulcheffekt und dadurch ist der Aufwuchs unheimlich stark und so wie ungefähr 10% des unteren Teils einer Photovoltaikplatte beschattet ist, dann produziert sie nicht mehr. Dann fällt ein ganzer Bereich aus. Da setzen die Roundup ein. Das wird auch hochgradig subventioniert von der EU in Spanien. Und der dritte Punkt, ganz kurz und dann bin ich fertig, da bleibe ich noch in Spanien. Wir können ja in Spanien eins sehen, Spanien hat vor Aufnahme in den europäischen Markt, in die EG, noch ein Wasserdargebot von, ich glaube, 127% gehabt. Und hat ungefähr 15 Jahre, nachdem es Mitglied war in der EG, nur noch ein Wasserdargebot von 65%. Wir haben ja in Teilen von Spanien praktisch nordafrikanische Verhältnisse. Womit hängt das zusammen? Die Subventionierung der EEG funktionierte über den Nachweis von bewässerten landwirtschaftlichen Flächen. Die Spanier haben Milliarden von Kilometern Bewässerungsschläuche gekauft. Und darüber, über diese Verdunstung, haben sie im Grunde genommen ihre Seen, ihre Flüsse, ihr Grundwasser und dergleichen in den Himmel geschoben. Also, da komme ich jetzt dazu, wo ich ja völlig mit dir übereinstimme, ist eben die Dächer zu begrünen. Genauso wie die große Aufgabe ist, dass wir an die Bergwälder wieder herangehen. Platon hat das schon beschrieben, weil da fing praktisch die Verwüstung, die Verkarstung des Mittelmeergebiets an, weil die eben die Bergwälder als erstes gerodet haben.
zusätzlich eben noch die Versalzung durch die künstliche Bewässerung aus den Flüssen. Aber und da sehe ich eben die große Chance tatsächlich, wir müssen Photosynthese schaffen, Flächen schaffen, das ist ganz wichtig. Und es muss möglichst oben passieren. Und ja. Wir müssen den Verdunstungskreislauf wieder in Ordnung bringen. Dankeschön, danke. Manfred Köhler, bitte. Ja, danke, Marco. Und dann Marco natürlich wieder. Danke, Marco, schöner Vortrag, wie immer. Mein Punkt ist, wenn man sozusagen ja neue Thesen vertritt, kommt ja oft auch die kritische Frage, in welcher Peer-Review-Zeitschrift sind jetzt diese Dinge exakt gedruckt? Also um das sozusagen in diese wissenschaftliche Community einzuspeisen. Ich glaube, da hast du selber noch so ein kleines Leck oder so eine kleine offene Wunde, würde ich fast sagen. Weil es gibt wenige Leute, die so viele eigene Projektbeispiele auswerten können und Daten haben. Und diese Frage, na, wo ist das Peer-Review veröffentlicht, ist eigentlich immer das beste schlagende Argument, um in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft sozusagen entsprechend akzeptabel gehört zu werden. Genau. Und genauso in dem Punkt hatte ich mal recherchiert, hier Schwammstadtbegriff. Ich weiß auch, dass Ripple damit angefangen ist. Jetzt sieht es so aus, als wenn die Chinesen sozusagen ihre Schwammstadt sozusagen auf ihrer Fahne hatten und die Erfinder seien. Das liegt einfach daran, weil sicherlich von Ripple kein Papier veröffentlicht ist, was in der Community sozusagen dieses bestätigt, dass er da sozusagen mit angefangen ist. Das ist schade. Und es wäre schade, wenn du mit deinen guten Sachen sozusagen irgendwann so versumpfst, bloß weil das nicht irgendwie schwarz auf weiß irgendwo mal war. Ja, vielleicht ein kurzer Kommentar. Ich weiß ja, wir haben auch viele Projekte gemacht, Manfred, aber mit der These kommst du nicht in den Peer-Review-Prozess. Ich habe jetzt ja gerade ein Paper rausgehauen und dabei bin ich Burkhard auch sehr dankbar, dass er das veröffentlicht hat und das müssen wir jetzt einfach weitertreiben. Ripple hat auch einiges gemacht, also ich finde das Interview mit Berking, mit Christoph Berking sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da stehen eigentlich alle Essentials drin. Ich muss mich aber auch nicht auf alles sozusagen einlassen, weil da beiße ich mir nur die Zähne dran aus und das kostet wieder unheimlich viel Zeit. Also jede Veröffentlichung dauert ja Wochen, du kennst das ja auch. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt eher ein starker politischer Prozess. Ich kämpfe seit 20 Jahren sozusagen auch in der in dem Ripple-Gedanken und ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal Unterstützung. Also macht ihr das mal, weil du und Nicole, ihr habt ja auch promoviert, ihr müsst euch dann das aber auch mal trauen. Ihr müsst dann auch mal sagen, nee, hier, das geht so nicht weiter. Wir haben uns das Heft aus der Hand nehmen lassen von den Leuten, die mit Kilowattstunden rumrechnen und irgendwie uns Photovoltaikanlagen verkaufen. Das könnt ihr bis zu einer gewissen Grenze machen. Wir waren bei Stefan Krauter ja auch irgendwie öfter mal mit dabei. Da muss ja sagen, irgendwie hier für Umwelt und Klima, da habt ihr aber eigentlich wenig Ahnung von Ökologie und das sind ökologische Fragen und die Community muss hier mal zusammenfinden. Und ich bin da, muss ich sagen, ich habe ziemlich viel gemacht, aber irgendwann bin ich dann auch am Anschlag und muss auch sagen, jetzt mal gut, jetzt müssen die anderen auch machen. Und deswegen mache ich auch so einen Vortrag, ne? Und ich will das nur anregen, guckt euch mal selber eure Daten an, ne? Was passiert, womit arbeiten wir, gibt es Korrelation oder Kausalität und ich bin nun wirklich nicht der Einzige, der das kritisiert mit den Klimamodellen, aber in Nature werde ich nicht rankommen. Das ist einfach so. Keine Chance. Will ich auch gar nicht erst probieren. Danke, Marco. Manfred Köhler, noch etwas zum Nachhaken? Ja, also vielleicht diese Bausteinchen zu veröffentlichen, also Einzelbausteinchen, auf die man aufbauen kann. Es darf nicht der ganze Rundumschlag, den wir jetzt so schön im Vortrag gehört haben, das ist mehr als ein Beitrag und man muss, wie das immer so schön heißt, in die Statistiken reingehen. Ich würde mal so sagen, das Thema CO2 nehme ich im Moment als einen Punkt. Das ist so ähnlich, wie ich kalkuliere, was kostet eine Begründung in Euro? Was leistet eine Begründung in CO2? CO2-Häuser in CO2 umzurennen oder Beton in CO2 umzurennen, das ist im Moment eine Währung, die akzeptiert ist und die können wir blöd finden. Aber Euro haben wir ja auch als akzeptiert und so weiter.
Also das ist so auf der Ebene zu sehen. Das ist nicht 100% wissenschaftlich richtig, aber wir haben da eine breite Akzeptanz in der wissenschaftlichen Gesellschaft. Und im Grunde führt es ja dazu, dass wir ganz schön viel Begrünung, sagen wir mal, wenn wir die letzten 30, 40 Jahre angucken, zusätzlich gekriegt haben. Wir sind nicht am Ende der Kette, aber es ist doch ganz gut, wo überall solche Initiativen sind. Und also wir haben Rückenwind, auch mit falschen Thesen, will ich mal das so auch sagen. Danke, danke. Ja, da widerspreche ich komplett, 180%, aber Aber. ist ja nicht so schlimm. Also klar, ne, vielleicht manchmal, du bist ja auch erfolgreich dann dabei, aber wenn wir wissen, wir verlieren jeden Tag 800 Quadratkilometer, dann sind wir nicht erfolgreich, sondern dann haben wir auf ganzer Linie versagt, Gut, bin ich aber der die schönen Meinung. Häuser, wo du jetzt auch mit dran wirkst, also diese Leuchtturmprojekte, die bauen einen doch ein bisschen auf. Ja, es gibt ein paar Leuchtturmprojekte, aber ich habe das Uber ja auch genannt, ne? Irgendwie, da siehst du nur Photovoltaik oder mein Krankenhaus in Frankfurt. Das erste Krankenhaus von der Gruppe ist mal mit Begrünung gestartet. Das war aber auch das letzte. Und die sagen jetzt immer, Innenraumbegrünung ist unhygienisch. Haben jetzt auch eine Bauverzögerung von 8 Jahren gehabt, ne? Ja, das ist ja. Gegenüber der Eröffnung in Frankfurt. Das Uber hat eine Verzögerung von 5 Jahren. Wir werden immer komplizierter und arbeiten in die falsche Richtung. Das ist jetzt mal meine steile These. Ja, ich möchte Angeli Büttner noch die Chance geben. Ja, danke schön. Ja, danke, Marco. Ich kenne ja deinen Vortrag eigentlich und ich hatte dir auch schon mal gesagt, dass ich einiges nicht verstanden habe, auch wenn ich mich jetzt vielleicht bis auf die Knochen blamiere, aber das mit dem Phasenwechsel habe ich überhaupt nicht verstanden, aber das kannst du mir gerne ein andermal erklären. Wahrscheinlich haben das alle hier verstanden, aber ich nicht wirklich. Was ich mir gemerkt habe und was ich aber auch genauso schon seit Jahren sehe, Verdunstung von Wasser ist die einzig reale Kühlung und die würde ja auch passieren, wenn wir das nicht, wenn wir nicht ständig unsere Vegetation beseitigen würden. Also da bin ich völlig bei dir und quasi auch so verzweifelt wie du, weil ja eben mehr vernichtet wird, als geschaffen wird. Was aber noch mal eine konkrete Frage ist, und zwar dieser Anteil der Verdunstung im Einzugsgebiet Berlin-Brandenburg ist 80% und ich stolper da total drüber. Ich kann mir das irgendwie gar nicht, das würde, also das ist doch eigentlich eine Zahl, die zumindest dem gefühlten Zustand widerspricht, dass man das Gefühl hat, also wenn es mal gerade nicht geregnet hat, es wird alles immer heißer und trockener und Verdunstung ist minimiert durch die starke Versiegelung und so. Also ich kann mir, also kannst du mir zu den 80% noch mal was sagen, bitte? Also das ist so die Frage. Alles andere, wie gesagt, also zu dem Phasenwechsel muss ich dich noch mal einzeln interviewen. Das dauert, glaube ich, zu lange. Danke. Ja, also eigentlich ist es ganz einfach. Du misst über das Einzugsgebiet, wie viel es regnet. Ne, dafür gibt es Niederschlagsammler. Ich habe auch an jedem meiner Projekte, sowohl messe ich den Niederschlag wie auch die atmosphärische Gegenstrahlung, auch schon seit 20 Jahren. Das macht der Deutsche Wetterdienst übrigens nur an 3 Stationen. Ja, ich habe mehr Stationen als der Deutsche Wetterdienst, indem ich die atmosphärische Gegenstrahlung bilanziere. Manfred, bei dir war das ja auch so, haben wir ja gemacht. Deswegen komme ich zu anderen Schlussfolgerungen. Und du kannst dann messen, wie viel fließt denn die Elbe ins Meer. Mehr ist es nicht. Da kannst du die Kubikmeter und dann weißt du, 80% ist Verdunstung, 20% ist Abfluss ins Meer. Und das findet sich auch in der globalen Wasserbilanz wieder. Also mehr brauchst du auch nicht wissen. Und deswegen ist das ein Ziel auch auf der Grundstücksebene, ne? Wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, nee, wir müssen 80% versickern. Und eigentlich ist es jetzt aber klar über DWA, nee, wir müssen 80% verdunsten. Und da geht auch Münster zum Beispiel mit. Das finde ich auch ganz gut. Aber wieso müssen wir 80% verdunsten, wenn du sagst, es verdunstet schon 80%? Oder also habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ich bin immer davon ausgegangen, gerade Berlin, ne, du kennst ja auch meine Sachen, die ich mache, dass wir zu viel versiegelt haben. Wir haben nur 10% Versickerung. Also selbst bei einem Kleinsteinpflaster oder Mosaikpflaster liegen wir etwa, oder selbst beim langjährigen Versuch liegen wir auch bei 10%, ne, der sich dann einstellt. Nein, Das okay, dann. Kleinsteinpflaster hat 80% Versickerung. Ich hatte dafür meine Lysimeteranlage, eine richtig teure. Da verdunstet nichts, sondern es versickert 80%, 10% des Oberflächenabfluss und 10% Verdunstung ungefähr.
Aber das ist ja Labor, sind ja quasi auf dem Dach von Brandenburg, oder? Oder wo Nee. hast du die? An der TU? Nein. Wir hatten an der TU Berlin eine große Anlage, die kam von den Berliner Wasserbetrieben mit verschiedenen Kleinsteinpflaster, mit Beton, mit Granitpflaster und so weiter. Und Aber wenn du, das ist also auch wenn du da veröffentlicht. nachguckst, Das ist okay, also veröffentlicht. du findest nirgendwo 80% angegeben. Doch. Also vielleicht bei dir in dem Aber du Unterlag. verwechselst vielleicht den Starkregenabfluss, ne? Also den Abflussbeiwert, der ist ein anderer. Aber es Nee, geht ja das um den verwechsel ich Jahres, um nicht. die Jahresbilanz. Die Ja. Jahresbilanz ist so. Die Jahresbilanz ist mehr Grundwasserneubildung unter solchen Flächen als natürlich. Ist ja klar, eine Rasenfläche verdunstet. Da haben wir auch Ja, ihr Lysimeter. habt. Ich habe ja jahrelang Lysimeter-Anlagen betreut. Aber Jahrzehnte. selbst bei Pflastern, ne? Also da hast du ja nur die 0,5 Zentimeter Fuge oder sowas. Ja, Und macht doch trotzdem nichts. 80 Ja. Prozent. Die Okay. meiste Regen fällt ja in ganz geringen Intensitäten. Es mieselt und da versickert alles. Gut, also ich bin wirklich erstaunt, weil Aber ich die da andere Werte Veröffentlichung im kann ich Kopf dir habe. schicken. Die ist auch schon alt. Ja. Die habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Damals mit BWB Heinzmann zusammen und so. Gut, Okay, danke. okay, Frage beantwortet. Danke. Dankeschön. Zusatzfrage. Hast du Vergleichsdaten von anderen Städten, Marco? Naja, Berlin ist relativ gut gestartet mal über den Umweltatlas. Das lag auch an der Mauer, ne? Wir sind ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit dieser Bilanzierung gestartet. Und da gibt es dieses Abimo-Modell, das ist auch in Berlin gegründet worden. Ich habe jetzt nicht nach Wien geguckt und auch nicht nach Amsterdam. Das wäre mal schön, wenn andere Leute aus ihren Städten mal berichten können, wie ist denn da die Wasserhaushaltsbilanz in der Stadt? Also in Amsterdam ist man froh, wenn es Wasser absickert wegen des Grundwasserspiegels, der ja sehr stark gesunken ist oder immer mit großen Maßnahmen nur auf Stand gehalten werden kann, was notwendig ist, damit die ganzen Pfähle, die Fundierungspfähle, die ja aus Eichenholz sind, aus dem Schwarzwald, dass die erhalten bleiben, nicht? Da muss man dann aber vielleicht auch mal historisch gucken. Auch in Berlin haben wir so eine Gebäude, auch der Reichstag ist auf Eichenpfählen gegründet. Das war ja alles mal Sumpfgebiet und man hat es gezielt entwässert. Auch der Tiergarten hat Entwässerungsgräben bekommen. Und es wird unheimlich viel gepumpt. Auch bei jeder Baumaßnahme pumpst du sehr viel ab. Also wir haben auch eine Nutzung. Und dann sinkt auch der Grundwasserstand in Teilen. Wir haben aber auch in Kreuzberg oft Keller, die wieder absaufen. Also das gibt beides. Also da muss man genau gezielt gucken, wo man gerade ist. Gerade in Berlin-Kreuzberg ist der Grundwasserstand extrem hoch und steigt auch weiter. Ja, Berlin also. behauptet ja immer, dass es so besonders grün sei im Verhältnis zu anderen Städten. Das war eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Wenn man das jetzt nun vergleichen würde mit einer wenig begrünten Stadt, dann müsste es sich ja zeigen. In Amsterdam ist nämlich auch sehr begrünt, also und Wien auch. Das würde als Vergleich nicht so viel bringen. Also das Okay. Einzige, worauf ich darauf hinweisen wollte, ist natürlich, dass wir überhaupt das Primat der Verdunstung überhaupt mal auf den Schirm bekommen. Weil es gibt ja diese andere These, die steile These zu sagen, Verdunstung ist Verlust. Das ist dieses Virtual Water Prinzip. Und das ist aber Bullshit. Das macht keinen Sinn, Verdunstung als Verlust zu definieren, sondern Verdunstung ist die Quelle für Niederschläge. Also je weniger verdunsten, desto weniger Niederschläge bekommst du. Weil aus den Weltmeeren verdunstet jetzt nicht mehr, nur weil er mehr über die Elbe reinfließt. Das ist sozusagen die These, die dahinter steht. Okay, vielen Dank, Marco. Hinter dem Kürzel Talepitar, bitte noch als letzte Meldung. Okay, Talebitari ist mein Name, das I Okay, fehlt, danke. bekannt als Burkhard. Ich habe eine ketzerische Bemerkung und habe mich ein bisschen an dem Peer-Reviewed von dem Herrn Köhler
aufgehängt. Ich arbeite in einem Verlag, wo peer-reviewte Beiträge in unseren klassischen Journals erscheinen. Das hätte Marco nie geschafft, da reinzukommen. Das schafft er nur in unserem Regenwassermanagement-Heft, das nicht peer-reviewed ist. Und das scheint mir ein Thema zu sein von Wissenschaft und Ideologie. Ich bin nicht ganz so wissenschaftsfromm, aber ich bin ziemlich sicher, dass in diesen nicht peer-reviewten, nicht von frommen Wissenschaftlern kontrollierten Publikationen eventuell mehr passiert. Das so als kleine ketzerische Fußnote vielleicht nur. Also wenn ich dazu eine Bemerkung machen darf, ich war jahrelang in dem wissenschaftlichen Beirat, also das, was NWO, das, was in Deutschland die DFG ist, glaube ich. DFG, ja. Und musste immer kämpfen und für Forschungsprojekte, die mal zwischen den Disziplinen einen interessanten Gedanken untersuchen. Es ist mir bei 5 Versuchen einmal gelungen, wohingegen diejenigen, die Sachen vorschlugen als Projekte, von denen man schon von vornherein wusste, was dabei rauskommen würde, uninteressant war, da wurde das Geld hineingesteckt. Also ich bin mit großer Frustration in diesem Gremium gesessen und ich kann also das nur bestätigen, was Ihre Vermutung ist. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, Burkhard, bei dir, weil du hast mir da auch echt Mut gemacht und gesagt, nee, das drucken wir jetzt mal, das machen wir, ne? Weil ich kämpfe da wirklich. Das ist wirklich super, vielen Dank, ne? Klasse. Und wie gesagt, das kostet ja sonst auch viel Zeit, wenn man da jetzt wirklich so einen Peer-Review-Prozess, ich kenne das auch in Forschungsanträgen, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Im Prinzip kriegst du den Antrag durch, wo irgendwie schon klar ist, dass was rauskommt. Und ich halte das inzwischen aber auch für Vorsatz. Das ist kein Zufall mehr, das ist Vorsatz und es gibt eine gesteuerte Opposition, weil es gibt einfach viele Profiteure darin. Ne? Die sitzen alle im Fressdruck und lassen sich auch nicht wegschubsen. Das kann man, ne? Und dann schmeißen sie einem vielleicht mal, damit man busy ist, auch mal so ein schönes Leuchtturmprojekt vor. Aber wenn wir mal genau gucken, wie viele Leuchtturmprojekte haben wir denn und wie viele Standardbauten, die irgendwie genau in die falsche Richtung laufen, da muss ich mal sagen, das ist sozusagen eine Beruhigungspille, die wir da kriegen. Das muss ich ganz klar auch so krass sagen. Und ja, also man kann damit auch erfolgreich sein, indem man sozusagen dem Mainstream hinterherläuft. Aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, muss sagen, nee, jetzt ist aber irgendwann auch mal gut. Das leiste ich mir dann jetzt auch einfach. Also Burkhard, vielen Dank nochmal. Und vielleicht dann der Hinweis, einfach mal vielleicht die Veröffentlichung lesen und dann selber sich angucken, wo man denn steht. Ja. Danke, Marco. Das können wir als Schlusswort nehmen. Ich danke ganz herzlich fürs Dabeisein, für die Perspektiven und wünsche allseits einen guten Abend und bis zum nächsten Mal.